So, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Wanderer. Ja, ich muss die Folge gerade schnell aufnehmen. Und gerade klingelt das Telefon im Hintergrund. Das ist super gelaufen. Ich hoffe, die Zombies sind. Habe ich denn auf Easy gut? Weil ich habe letzte Folge musste ich mich hier noch eben kurz reinbauen. Daran erinnere ich mich noch, weil auf einmal Skeletten, die also Skelette auf mich geschossen haben. So, die sind jetzt aber anscheinend weg. Ich glaube, ich gehe da in den Wald und baue mich einmal runter, weil ich will Diamant. Oh, das Skelett ist anscheinend doch noch da. Ist nicht weg. Spannender Skelett-Fighting. Ich muss erstmal mein Herzen hier regenerieren. Und dann werde ich einfach mal das Ding fett angreifen. Ey, geh weg. Du kriegst Schaden von mir. So. Tja, es kann mich nicht treffen, wenn ich hier stehe. Es kann mich nicht treffen. Richtig? Gut, das kann mich nämlich nicht treffen, das ist ein Bug. Scheiße, es laggt. Ich hab so viele Programme deinstalliert, an Minecraft wieder getestet und so, und es lief immer noch nicht flüssig. Tja. Ich habe nicht mal viele Programme installiert, das ist das Lustige. Ich habe insgesamt nicht mal 50 Programme, nein, ich habe irgendwie 30 Programme installiert. Oder? Weniger, muss weniger sein. Und dann habe ich davon noch ganz viele gelöscht. Und dann war es immer noch nicht weg, der Leck. So. Komm, Level 30 schaffe ich. Schade. Ey, wie der mich einfach trifft, ja. Ich wollte eben gerade eigentlich schon von einer halben Stunde aufnehmen. Und dann habe ich mich doch irgendwie durch Kickstarter noch ablenken lassen. Ich wollte eben kurz gucken. Ideen sammeln für eigene Projekte zum Beispiel. Bumm. Nein. Komm. Wow. Weil ich hab immer Lust, irgendwelche RPGs zum Beispiel zu programmieren. Das hat man auch, glaube ich, gesehen an Python. Da habe ich RPG programmiert. Da habt ihr aber noch gar kein Video zu gesehen, glaube ich. Aber ich habe ja ein Python-Tutorial gemacht. Und für alle Schlauen, glaube ich, da hat man längst gesehen, dass da eine RPG-File war. Von einem RPG-Spiel. Ja, das habe ich einfach aus Langeweile programmiert. Das sind aber auch gerade mal, glaube ich, 1000 Zeilen Code. Ich glaube 1000. Ja, irgendwie 1000. Das ist ja noch nichts. Man kann zwar schon durch Städte reisen und so mittlerweile. Ich glaube, als ich das Video gedreht habe, konnte man noch nicht in Städte reisen, verschieden. Das heißt, man kann von einer Stadt in die andere. Aber wenn die Stadt zu weit entfernt ist zum Beispiel, dann kann man nicht dahin. Oh gut, er ist weg, der Creeper. Wir machen ja mal heute mal eine Kampffolge. Obwohl ich eigentlich. Ich hau jetzt erstmal ab. War da gerade ein Slime? Den muss ich holen. Und ich hole erstmal die XP. Ja, komm. Weg da. So, ich brauche Slime Balls. Irgendwo, warum ich die brauche, weiß ich nicht, aber. Komm, los. Jetzt kommen diese Kleinen da raus. Also jetzt mal ein paar Slimes. Alter, es ist echt voll hier. Komm, Creeper weg. 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 Oh gut. Ist nur explodiert. Die habe ich, okay. Kann ja abhauen. Aber vorher nochmal XP hier sammeln. Den Creeper nochmal belästigen. Guck mal, fast 31 Level haben wir schon. Sollte vielleicht essen. So, ich bin immer am Überlegen. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Ich habe schon auf jeden Fall seit längerer Zeit die Idee halt selber ein ich weiß nicht, ob das Pen and Paper, ja, auf jeden Fall so eine Art Rollenspiel zu entwickeln. Ja, ich habe schon tausende Ideen aufgeschrieben, also wirklich tausende. Habe jetzt ja noch das RPG nochmal gemacht, was mich auch nochmal inspiriert hat, sozusagen an Monstern und so weiter. Und ich weiß schon genau, wie ich das aufbauen würde, aber ich habe noch keine Idee, wie ich das sozusagen. Also wie ich den Inhalt umsetzen will, klar, aber wie ich das zum Beispiel. Weil ich bräuchte dafür Karten zum Beispiel. Sozusagen so eine Art Spielekarten. Das wäre halt. Ich weiß aber nicht, wo ich die ausdrucken kann oder wie oder. Was auch immer, ne? Da bin ich halt noch voll am Überlegen. Komm, Hühnchen. Und ich gucke jetzt erstmal im Internet, ob ich da irgendeine Seite finde, die halt solche Karten herstellt, wo man das sozusagen hinschicken könnte, dass die einem das ausdrucken oder so irgendwie. Ja. Ist noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, hier ist der perfekte Ort, um mich mit Netherrack einzubauen. Also nicht einzubauen, sondern so. So.
Und dann bauen wir jetzt nämlich so ein, dass höchstens Skelette hier reinschießen können. Ja, oder Hühner hier reinfliegen. So, ich denke, das ist mein Ein- und Ausgang. Jetzt kann ich nochmal was essen. Und jetzt werde ich erstmal den Rest der Folge hier verbringen. Oh. Das war schlecht durchdacht. Hier können die nämlich noch rein. Ja. Ungefähr so. Aber ich muss eigentlich selber auch noch reinkommen, wenn ich mich jetzt selbst sozusagen so ausbaue, wäre natürlich scheiße. Hm. Ich habe nur zwei davon roh. Packe ich die erstmal da rein. Sand brauche ich ja noch. Sand könnte ich... Kann es sein, dass ich hier schon mal war, dass ich da vorne Rast gemacht habe? Naja, gut. Ich bin wahrscheinlich schon tausendmal an derselben Stelle vorbeigelaufen und ihr werdet es wahrscheinlich immer bemerkt haben und ich nicht. So, Diamanten habe ich noch. Ein Emerald habe ich noch. Kohle, Eisen. So, jetzt erstmal Inventar wieder ausleeren. Ich finde das cool. Ich habe hier so einen perfekten Inventar-Ausleerplatz. Eine Karotte. Die habe ich ja bekommen letzte Folge. War das letzte Folge? Da habe ich ja eine Karotte bekommen. Das war cool. Das war gut. Ich werfe, glaube ich, nochmal die Federn weg. Aber die Knochen behalte ich, falls ich mal irgendwo Wölfe sehen sollte. Kann ich die zähmen. Blaze Rods brauche ich auch. Crafting Table kann ich auch eigentlich hier aufstellen. Und dann würde ich halt hier runter mich bauen. Das wäre natürlich jetzt schlau. Ah, na gut. Muss ich das die Erde nehmen, die ich hier bekomme, um das hier wieder zuzubauen? So, das. So. So, zugebaut. Ja, perfekt. So, jetzt bin ich nämlich sowieso schon hier am Stein. Das heißt, ich kann erstmal meine Eisenspitzhacke schön verbraten. Ja. Bis dann wieder direkt Erde kommt. Also ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, wo ich solche Karten ausdrucken kann im Internet oder so? Ich würde mich wirklich freuen. Es würde auch cool finden, wenn das nicht nur sozusagen mein eigenes Projekt wird, sondern auch sozusagen von der Community mit, dass die sozusagen mithelfen, da Karten zu entwerfen zum Beispiel. Würde ich halt toll finden. Und ja, die Ideen, ich habe mir schon bestimmt 100 Dateien, naja gut, 10 Dateien gemacht mit Notizen zum Beispiel, was für Sachen ich brauche, was für Ideen ich habe, für zum Beispiel schon Städtenamen oder so. Weil ich habe eigentlich in jedem, wenn ich irgendwo was gemacht habe mit Rollenspiel, zum Beispiel Minecraft, eine Map gebaut habe oder so, dann ist man immer in derselben Stadt gestartet, also vom Namen her, weil ich den Namen, das ist einfach so, das ist so Kult bei mir. Ich war also, ja, außer jetzt zum Beispiel hier, hier ist ja auch so eher so rollenspielmäßig, hier der Fischer und so. Aber ich glaube, ich bin, ich habe der Stadt gar keinen Namen gegeben, wo ich am Anfang war. Das ist natürlich ein Fehler. Schauen wir mal eben das Holz, aber ich habe eine Axt. Komm. Ach, ich hab's doch schon. So. Einmal Darkwood, einmal so. So, nicht so. Doch so, hä? Ich bin verwirrt. So. Eisenspitzhacke wollte ich machen, da genau. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, weil ich kenne mich selber zu gut. Also, weil ich würde wieder irgendwas anderes machen. Ich habe eigentlich voll viel Rüstung. Obwohl der Helm hat noch 4 Durability. Ich glaube, ich sollte mal einen neuen Helm craften. So. Mit 9 Haltbarkeit komme ich nicht mehr so weit damit, glaube ich. Heißt, ich werde einfach den aufsetzen und den wegwerfen. Bevor den jetzt irgendein Zombie bekommt. Naja, komm. Der hat noch 79, noch 64, noch 34. Sollte ich nochmal eben Schuhe machen, einfach. So, ich kann mir bestimmt noch ein paar viele Rüstungen wieder insgesamt craften in nächster Zeit. Ich könnte die auch im Inventar behalten, oder wenn die sozusagen wieder ein bisschen verloren haben, die hier, dass ich die dann zusammen crafte. Das ist eine coole Idee. Das heißt, ich packe die Schuhe so lange hier rein. Ja, pack sie einfach rein. So, wie lange haben wir denn noch in dieser Folge? Noch 3 Minuten, das ist gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja, ich kann ja zum Beispiel mal ein extra Video hochladen irgendwann. Wo ich sage sozusagen, was ich da mir gedacht habe, was da rein soll. Dann könnt ihr eure Ideen schreiben für weitere Sachen. Weil ich habe zum Beispiel in dem RPG, was ich programmiert habe in Python, also Script Adventure eher gesagt, habe ich sozusagen mir eigentlich schon die Klassen ausgedacht, die ich so haben möchte. Sogar schon in dem anderen, in dem Brettspiel. Also ich weiß nicht, es soll kein Brettspiel werden, es soll eher so ein
so ein freies Spiel werden, aber man braucht dafür keinen Computer. Also man kann dafür natürlich die Erweiterungsbücher und so kaufen. Ja, oder einfach im Internet downloaden. Ich werde die wahrscheinlich ins Internet einfach so stellen. Eine Höhle, ja. Habe ich Fackeln? Ich glaube nicht. So. Ich glaube, ich mach mal Fackeln. 24 Fackeln. Ich brauche wieder Kohle. Fällt mir so auf dabei. Oh, der Pilz ist gerade gedroppt, weil er nicht... Oh. Die Höhle ist cool. Ja, oder auch nicht. Wenn hier schon ein Skelett ist, ne? Eisen. Da hinten ist irgendwas anderes gewesen. Bauen wir erstmal die Kohle ab. So. Dann die Kohle hier und die hier und die dort. Und dann haben wir auch unsere Fackeln wieder rein. Perfekt. Und wir haben sogar erst zwei Fackeln davon verbraucht. Oder vier oder so. Ja, ich glaube vier. Wir hatten 24. So. Guck euch das coole Skelett da mal an. Es hat eine Goldrüstung an. Ja, das ist doch cool. Außerdem habe ich den Vorteil, in der neuen Version von Minecraft, beziehungsweise, die ist jetzt ja schon ein bisschen älter, werden ja die Skelette stärker, je länger man sich an einem Ort aufhält. Das Problem habe ich hier natürlich nicht. Ich hoffe, da hat keinen Schaden mit dem Bogen. Komm, drop davon irgendwas. Hat er gerade keinen Fallschaden bekommen? Oh, schade. Wie viel Kohle habe ich? 44. Bin mit 30 hier reingegangen. Das ist super. Ja, das ist gut. Boah, ich habe keine Lust da. Ich schwimme jetzt wieder zurück und gehe wieder raus und buddel mich ja weiter runter einfach. Das bringt mir nichts, diese Höhle derzeit. So, nein, ich will keine Fackel essen. Ich will ein Cooked Chicken essen. Eine Fackel zu essen wäre ja auch sehr dumm. Diese Höhle ist verzweigt und cool. Jetzt bin ich hier rausgekommen. Guck, ich verlaufe mich schon. Das ist das Beste in dieser Höhle. So. Ich wollte eigentlich heute irgendwie so drei Folgen aufnehmen oder so, aber schaffe ich eh nicht. Ich schaffe sowieso wieder nur eine. Ich habe so viel zu tun. Weil ich wollte eigentlich gleich noch wieder weiter auf Kickstarter gucken, weil da gibt es immer tolle Projekte. Genau wie auf diversen anderen Kickstarter-ähnlichen Seiten. Und da kann man sich toll inspirieren, kann aber auch direkt spenden, wenn man die Projekte toll findet. Ich finde die Seite einfach super. Wahrscheinlich werde ich das Projekt, was ich mache, auch über so eine Website finanzieren, weil alleine wird es ein bisschen schwer, solche Sachen erstmal zu entwerfen und so. Ist ja auch viel Zeit und so. Besonders, wenn man die Sachen dann noch sozusagen auch gleichzeitig noch verkaufen möchte. Also nicht verkaufen möchte, sondern als Download und als Verkauf, weil ich meine, als Downloader, nicht jeder kann das halt gut ausdrucken, da kaufen sich lieber einige Leute das. Der Grund, warum ich jetzt gerade nach oben gehe, ist, weil die Folge vorbei ist. Ne, nicht wundern. Ich habe jetzt immer noch Lust weiterzuspielen, aber keine Zeit eigentlich. Und werde auch erstmal Tschüss sagen, bis zum nächsten Part. Guck, da habe ich hier schon direkt Haltbarkeit verloren und werde die einfach mal zusammen craften. Jetzt habe ich gleich wieder volle Schuhe und die werde ich anziehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!